Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz. Und ich glaube, ihr wisst alle, wozu ich euch hier begrüße. Für die, die es nicht wissen, sage ich es trotzdem nochmal. Ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Make Dark Souls 2 Great Again. Ja, schreibt das mit. Make Dark Souls 2 Great Again. Meinem rein positiven Playthrough von Dark Souls 2 in der Scholar of the First Sin Edition. Ich habe mir auch überlegt, vielleicht in den nächsten Teilen, das verrate ich am besten noch nicht, wie ich Make Dark Souls 2 Great Again in den nächsten Teilen vielleicht mal sagen werde. Damit das ein bisschen mehr seinem Leitspruch und seinem Vorbild gerecht wird, von dem ich mir das dreist abgekupfert habe, diesen Namen. Und liebe Freunde, genug der Begrüßung. Wir haben heute ein klares Ziel vor Augen. Ich will heute das letzte Leuchtfeuer im Nebelturm, dem quasi Hauptteil des zweiten DLC von Dark Souls 2, der mit Mal zu Mal durchspielen immer wieder richtig, richtig viel Spaß macht und vielleicht sogar mir sogar ein bisschen mehr Spaß macht. Also ich kann mich daran erinnern, an das erste Mal durchspielen dieses DLCs, da hatte ich richtig Bock. Das war richtig geil. Immer wenn man neuen Souls-Content hat, ist es richtig geil. Beim zweiten Durchspielen auch. Beim dritten Durchspielen war es so ein bisschen so, dann nehme ich nicht alles mit und nur die wichtigen Sachen. Aber jetzt wieder, nachdem so ein bisschen Zeit vergangen ist, seit ich mal wirklich wieder hier war und das richtig intensiv betrachtet habe, ich habe wieder richtig, richtig Spaß mit dem zweiten DLC hier. Ist einer wirklich meiner, von den dreien, die sind alle drei sehr, sehr gut, aber ich muss sagen, der alte Eisenkönig, der hat's auch ganz schön drauf. Na egal, aber wie gesagt, wir haben heute ein Ziel, dieses Leuchtfeuer, das letzte Leuchtfeuer hier am Nebelturm freizuschalten. Wahrscheinlich werden wir uns dem Boss heute noch nicht stellen, also das traue ich mir heute noch nicht zu. Sondern wir werden heute einfach nur ganz gediegen, ganz gechillt, wie die Jugend sagt, werden wir heute uns einfach dem Weg dahin widmen. Heute ist wirklich der Weg das Ziel und nicht das Ziel das Ziel. Denn heute geht es immer tiefer in die Untiefen des Nebelturms, ganz nach unten, dort ganz nach unten, noch tiefer müssen wir, um uns dann letztendlich dem Boss stellen zu können. Aber wie gesagt, der Weg dahin ist nicht minder gefährlich und vor allen Dingen, ich glaube, am Ende des Tages, hab's beim ersten Anlauf geschafft. Ich habe nämlich gedacht, am Ende des Tages sterbe ich jetzt hier bei dem Versuch, auf die erste von den zwei Plattformen zu kommen. Denn der Fahrstuhl geht bis da runter und dann kann man ganz gediegen von denen quasi, von dem quasi runtergehen und dann hier weitergehen. Aber wenn man vorher abspringt, dann kommt man auf eine Ebene, wo es eine nette kleine Truhe gibt, wo ein netter kleiner Ring drin ist. Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, genau, kriegt man diesen Ring wirklich oder diese Truhe nur, wenn man, wie gesagt, so gut da abspringt. Ich glaube, das müsste sogar der Stärke-Ring sein, wenn ich richtig informiert bin. Ja, Ring der Stärke, sehr, sehr gut. Können wir uns auch gleich noch durchlesen. Ich glaube, weil, wie gesagt, hier in den DLCs kriegen wir, wie gesagt, dann die Ringe oder gerade hier in dem Ring, in dem DLC des alten Eisenkönigs haben wir ja schon den Geschicklichkeitsring und jetzt eben auch den Stärke-Ring bekommen. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Da genau, das ist der Geschicklichkeitsring, das ist der Stärkering. Ein merkwürdig verformter Eisenring. Wahrscheinlich kriegen wir ihn deshalb hier in diesem DLCs, weil es alles merkwürdig verformte Eisenringe sind. Ja, vielleicht auch die Ringe, die der alte Eisenkönig einst besessen hat. Wer weiß, wer weiß. Er erhöht die Stärke seines Trägers. Der alte Eisenkönig herrschte über ein großes Eisenzeitalter. Mit seiner Macht vermochte er das Eisen nach Belieben zu formen, als gebiete er über die Kräfte der Schöpfung. Und manchmal, wenden sich die Geschöpfe gegen einen selbst. Was ja im Fall des Schmelzerdämons, den, wie ich im letzten Teil, First Try, liebe Freunde, besiegt habe, ja auch der Fall war. Also der Schmelzerdämon war ja wahrscheinlich dann auch eine Kreatur des alten Eisenkönigs und hat sich dann am Ende gegen ihn gewandt. Außerdem, wenn man von ganz oben kommt, hat man den Vorteil, dass man den Kollegen hier komplett überraschen kann. Weil ansonsten kommt man hier raus, ja, und geht dann hier hin und dann steht er dann da und greift einen gleich an mit seinen brennenden Äxten, was jetzt nicht so geil ist. Die nächste Sache, die man machen kann, ist der... Ah, verdammt. Ich dachte, ich fall vielleicht mal auf ihn drauf, aber nein, habe ich nicht geschafft. So, ja. Und... So, tot.
Der Weg dahin zum, zum alten Eisenkönig, zum letzten Boss, ist ganz okay. Oh, fuck. Ah, da habe ich die Frames vergessen. Oh ja, und ich habe das vergessen. Okay, liebe Freunde, das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Was ich eigentlich wollte, ist jetzt wahrscheinlich nochmal ins Dings gehen. Mach mal bitte was. Ja, das war mir beinahe klar. Und dass ich jetzt hier sterben werde, ist wahrscheinlich auch eine beschlossene Sache. Ja, dass ich hier sterbe, ist beschlossene Sache. Okay. Nein, verdammt, ich war kurz davor. Okay, da, genau das sollte man nämlich vermeiden. Man sollte auf seine Umgebung achten, denn der Weg dahin ist zwar kurz, aber er ist bei weitem nicht ohne Tücken. Und wer gedacht hat, ja, wenn ich den Schmelzer-Dämon besiege, ja, welche Schwierigkeit wird mir dann bitteschön der Weg zum letzten Boss bereiten? Ja, da habt ihr euch jetzt mal schön geschnitten. So, ich werde mich mal kurz nochmal menschlich machen. Einfach nur, weil ich es kann. Weil ich 34 Menschlichkeit oder 35 im Gepäck hatte. Und jetzt werde ich trotzdem wahrscheinlich. Obwohl, wisst ihr was? Nö. Jetzt werde ich nicht das Risiko suchen. Warum? Warum sollte ich das Risiko suchen? Achso, ja, das ist nicht der Fahrstuhl, den ich gerade gemeint habe. Warum sollte ich das Risiko suchen? Ich werde jetzt einfach versuchen, den Feind jetzt frontal anzugreifen. Und eben nicht versuchen, durch 15 verschiedene Etagen durchzubrechen. Denn das passiert, wie gesagt, wenn man seine Umgebung nicht gut beachtet, liebe Freunde. Und wenn man einfach doof ist, so wie ich. Aber hey, wie gesagt, daraus lernt ihr, liebe Kinder, seid nicht doof. Das wäre nicht so hilfreich. Doof sein ist nicht hilfreich im Leben. Ich glaube, der wird nicht zum Leben erweckt hier, die Warnrüstung, genau. Stattdessen, wie gesagt, haben wir den Kollegen hier, der mit seinen feurigen Äxten zuhaut. Wer hat dir deine Äxte eigentlich angezündet? Kannst du mir das mal verraten, wer dir deine Äxte angezündet hat? Hast du da extra ein Feuerzeug gehabt? Oh, verdammt. Ja. Okay, jetzt rastet er kurz aus und ich vergifte mich. Yep. Das habe ich mir beinahe gedacht. Deshalb machen wir das jetzt so. So, jetzt muss ich nochmal genau gucken, wo hier der Boden eingestürzt ist, den ich gerade nicht gesehen habe. Aber rein theoretisch müsste ich jetzt die Löcher wieder sehen, weil ich sie ja, wie gesagt, jetzt rein theoretisch freigeschaltet habe. Also quasi, ich habe sie einmal geöffnet. Da müssten sie jetzt eigentlich für immer geöffnet sein. Aber wie gesagt, da kann ich mich jetzt auch irren. Oder? Nein. Ist das, ja, es sind alle Löcher. Naja gut, da hatte das ja auch was für sich. Da habt ihr gesehen, wie man es eben nicht machen sollte. Nämlich eben durch die Löcher fallen. Sondern, yeah. Und vielleicht sich auch einfach nur ein bisschen besser anstellen, genau. Dass man einfach ein bisschen mehr wartet. Sag mal, ich habe doch gerade gesagt, dass man einfach ein bisschen mehr wartet. So, jetzt kannst du wieder, ja, jetzt. Und jetzt sind nämlich die Löcher alle frei. Nee, die sind immer noch nicht. Die sind bloß deutlich zu erkennen. Die haben wieder zugemörtelt. Oh, verdammt. Wieso habe ich jetzt gerade diesen Backstep nicht gekriegt? Wieso habe ich jetzt schon wieder den Backstep nicht bekommen? Jetzt! Jetzt bekomme ich den Backstep. Denn, wie gesagt, man sollte nicht durch diese Löcher durchfallen. Die sehen natürlich schon sehr brüchig aus. Aber wenn man es, wie gesagt, tut, fällt man so wie ich 15 Meter tief. Man sollte lieber schon durch die Löcher fallen, die schon gemacht wurden. Denn ansonsten, wie gesagt, passiert was, was eben passiert ist. Und die Kollegen folgen ein in den letzten Raum mit rein. Sodass man gegen den Großen, gegen den man zum Schluss antritt, wie so eine Art Mini-Boss, dann nicht so viel... Ja, da hat man dann nicht so leichtes Spiel, sage ich jetzt einfach mal. Da ist man dann, so wie ich, einfach, ja, Futter für die Würmer. Futter für die Würmer ist man da. So, hier ist wieder eine große, ne? Ein großes, ich weiß gar nicht, ob es hier noch irgendwo versteckte Wände oder illusorische Wände gab. Ich glaube aber nicht. Stattdessen kriegen wir hier so ein bisschen einen kleinen schönen Ausblick. So ein bisschen die vielen Balkons vom guten alten Eisenkönig gewesen, der sich gesagt hat, hey, guck mal hier, das ist die schöne Erde. Voll aller Erze sozusagen. Und die habe ich jetzt mal schön abgebaut. Und wahrscheinlich hat er so viel abgebaut. Am Ende waren das nie Türme.
Am Ende war das wie so ein Schloss, aber er hat so viel abgebaut um seine Schlösser herum, dass er einfach immer mehr Erde abgetragen hat, sodass das irgendwann zu Türmen wurden. Das ist eine coole Idee eigentlich. Das ist ein cooles Konzept, wenn man mich fragt. Das habe ich mir gerade ebenso ausgedacht, aber das ist an sich gar nicht mal so ein schlechtes Konzept, dass er um die Erde, also dass es einfach wirklich mal ein Schloss war und er so tief einfach um seine Schlösser herum gegraben hat, dass das irgendwann zu Türmen wurden. Ey, das ist gar nicht mal so verkehrt. Das ist gar nicht mal so verkehrt, was ich mir da ausgedacht habe. Oh, verdammt. Ja, das war nicht so schlau. Das war nicht so schlau. Und hier sind wieder irgendwelche Löcher. Sag mal. Nein, nein, ich sterbe jetzt nicht nochmal. Okay. Okay, und jetzt aber. So. Ja, das kannst du mal schön probieren, mein Freund. Mit deiner Overhead-Attacke. Aber ich bin der King. Also ich bin eigentlich nicht der King, weil wie ich mich gerade angestellt habe, war nicht sehr, sehr König-like, sehr King-like. Aber man kann es ja immer mal gerne behaupten. So, liebe Freunde, wir sind jetzt schon rein theoretisch am Ende angelangt. Also am Ende dieser Passage hier. Aber man sollte zum Schluss auf diese Rüstung sich fallen lassen. Denn so ist man nicht gleich überrascht, wenn man gegen diesen Typen hier kämpft. Der hoffentlich mir jetzt nicht so einen einschenken wird, wie er es beim letzten Mal getan hat. Und dass ich den relativ gut schaffe, sodass ich dann in die Eisenpassage ganz gut reinkomme. Ja, 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 der kannst du mal schön probieren, hier wieder mit deinem Ding zuzuhauen. Aua. Eigentlich wollte ich jetzt gerade meine Seelen holen. Er hat mich nicht gelassen. So, komm mal her, mein Freund. Ich muss mir mal gerade mal meine Seelen holen hier. Du mit deinem coolen Hammer, den man leider nicht kriegt. Oh, oh. Huhuhuhu. Ich will mir eigentlich nur meine Seelen holen. Lass mich mal kurz in Ruhe. Dankeschön. Seelen. So. Das kannst du eigentlich immer machen. Warum kannst du nicht immer diese Attacke machen? Das wäre schön. Ja, genau. Immer diese Attacke. Das ist ganz nett eigentlich. Nein, nicht die. Die ist nicht so nett. Die Attacke. Aua. Aber wie gesagt, das ist immer so, diese Dinger finde ich, also gerade die mit der Keule, die eben nicht der Schmelzerhammer sind, obwohl der Schmelzerhammer auch ganz schön wehtut, die sind für mich immer so eine Art Miniboss irgendwie. Keine Ahnung, oh, jetzt habe ich nicht getroffen, das ist das dumm, jetzt muss ich mal warten, bis mein Gift abgebaut ist. Yeah, danke, das ist die gute Attacke, die ich haben will. Oh, jetzt ist er gestaggert gewesen, aber ich hatte noch viel zu viel Gift aufgebaut. Ich habe wirklich mir das nicht gut überlegt mit diesem Hammer. Das ist zusätzliche Challenge, die ich mir da gerade gegeben habe. Mit dem Hammer hier. Dem Heiligtum-Hammer. Aber der macht so viel Schaden. Und er ist so schön schnell. Aber irgendeinen Nachteil muss er ja haben. Es können ja nicht nur OP-Waffen sein. Geht ja nicht. So, jetzt aber. Er hat mich das Feuer aus meiner Attacke rausgestaggert. Habt ihr das gesehen? Das gibt's ja gar nicht. So, jetzt aber Schluss hier. Da hat mich das Feuer, was er ausgespeit hat aus seiner Schulter, aus meiner Attacke rausgestaggert. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. So. Wir ziehen den Hebel. Durch diesen Hebel ziehen. Zieh den Hebel. Öffnen ein Eisentor. Wie könnte es anders sein? Und gehen tiefer in das Gebiet des alten Eisenkönigs. Und jetzt sieht man erstmal, wie groß eigentlich diese Statuen sind. Von den gefallenen alten Rittern. Und ich habe ja schon mal meine Idee, warum die so sind, habe ich ja schon mal euch mitgeteilt, nämlich dass vielleicht wegen Heides Flammenturm am Ende des Tages auch der gute Heide oder so, dass der quasi auch vom alten Eisenkönig vielleicht ein bisschen angegriffen wurde oder beziehungsweise, dass der Eisenkönig die Armee von Heide unterjocht hat. Weil, wie gesagt, die Pose, die die hier einnehmen, die sieht schon eher so aus, als hätte man die aufgehangen und nicht als hätten, würden die irgendwie so Symbole der Kraft darstellen. Ja, sondern es sieht eher so aus, als hätte er quasi diese unterwürfige Pose, auch dieses Gehängte sozusagen. Das ist schon eher so eine unterwürfige Pose, aber verdammt geil. Verdammt cool sieht das aus. Das ist einfach nur verdammt cool. So, liebe Freunde, da würde ich einfach mal sagen, wir gehen hier weiter. Ich lasse mich von denen hier gar nicht irritieren, den Kollegen, weil die, und das ist das große Problem, die kommen alle wieder, die Nasen. So. Wo ist der Hebel? Da ist der Hebel. Aber ich brauche den Hebel nicht betätigen, sondern einfach nur mit dem Fahrstuhl weg. Das muss ich machen. Weil die Kollegen kommen leider alle wieder. Die werden wiederbelebt, also gerade die Rüstungen werden wiederbelebt, von einem Aschegötzen.
Logischerweise. Dreimal dürftet ihr raten, warum die auch so eine komische Asche-Rüstung hatten. Genau, weil es hier einen Asche-Götzen gibt. Und nicht nur einen Asche-Götzen, sondern gleich vier. Aber ein Glück, dass ich noch vier schöne Schmelzerkeile habe, die ich denen schön mal in ihren Popser oder in ihre Brust rammen kann. Das ist aber nicht so simpel, wie man sich das vorstellt, denn die werden bewacht, die Schmelzer-Idole. Aber bevor wir uns den Schmelzer-Idolen eigentlich überhaupt widmen, will ich mal... Ja, das dachte ich mir nicht. Komm, jetzt, lauf! Will ich nämlich mal weg hier. Und zwar, jetzt komm, lauf schneller, Dieter. Ich will hier das Leuchtfeuer entzünden und mich an das Leuchtfeuer setzen. Das ist das Leuchtfeuer, was ich freischalten wollte. Das ist der Plan für diesen Teil gewesen. Jetzt wäre das natürlich ein relativ kurzer Teil. Deshalb werden wir jetzt natürlich uns noch um die Idole kümmern und um die Kollegen, die hier aus der Asche rauskommen. Aber erstmal um die Idole. Es sind genau vier und ein Glück, ich habe noch vier Schmelzerkeile. Und jetzt sehen wir das Idol mal auch mal richtig gut. Das ist wirklich so eine entstellte Frau. Richtig widerlich. Richtig schön widerlich. Die gute Nadalia. Denn wenn man hierher kommt und keine vier Schmelzerkeile hat, dann ist, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, der Boss nicht unschaffbar. Aber er ist so gut wie unmöglich, wenn man mich fragt. Wenn man mich fragt, ist der Boss dann so gut wie unmöglich. Er ist nicht unschaffbar, überhaupt gar nicht. Aber er ist, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ja, er ist... Oh, das war gar nicht mal so schlecht. Er ist so gut wie unmöglich, denn diese Dinger, habt ihr ja gerade gesehen, die verströmen Wärme, oder die Pyromantie-Wärme, und das würde den Boss die ganze Zeit heilen. Und der Boss selbst ist schon verdammt schwer, und dann ist das auch noch so, dass der Boss geheilt wird? Ich meine, man selbst wird dadurch auch geheilt, aber nichts ist schlimmer als ein scheißschwerer Boss, der dauernd geheilt wird. Und man kommt, vor allen Dingen, wenn man hier unten hinkommt und die Schmelzerkeile nicht mehr hat, man kommt ja dann von... innerhalb der Boss-Arena, oh verdammt, das war dumm. Innerhalb der Boss-Arena kommt man ja an den, an die Typen gar nicht ran, an die Asche-Götzen. Ich darf mich nicht zu weit wegbewegen hier von dem Kollegen, denn ansonsten kommt sein Kumpel. Und sein Kumpel, ist schwierig, weil mit zwei von solchen Typen möchte ich mich nicht anlegen. Und genau deshalb habe ich gesagt, dass dieser Teil wahrscheinlich nur bis zum, Boss geht, weil, weil der Weg dahin auch nicht gerade einfach ist und wahrscheinlich den ganzen Teil in Anspruch nimmt. Zumal, muss man ja fairerweise mit dazu sagen, wir beim letzten Mal ja ein bisschen länger gemacht haben, also können wir heute mal ein bisschen kürzer machen. So, ich muss noch die hier, genau, die hier gibt es nämlich noch ein paar nette kleine Items, die ich alle brauche. Schöne Titanitbrocken, ja, haben sich hier unten hin verirrt. So, rein theoretisch, wenn ich schnell bin. Kommt der Kollege noch nicht? Ja. Richtig, gut. Und habe ich eigentlich die Seele eingesammelt von der guten Nadalia? Entschuldigung. Ja, habe ich eingesammelt. Gut, gut, gut. Nehmen wir die nächste. Und sobald wir dann, glaube ich, 10 Teile geholt haben, kriegen wir auch, wie gesagt, eine andere Beschreibung der Seele von der guten Nadalia. Und dann können wir das auch nochmal durchlesen. Und dann geht es beim nächsten Mal dann wirklich gegen den Boss, den viele, wie gesagt, als schwersten Boss in der gesamten, im gesamten Dark Souls 2 bezeichnen. Weiß ich nicht, ob ich mich so weit aus dem Fenster lehnen würde, aber er gehört definitiv zu den knackigsten. Also, ich hatte definitiv mehr Probleme. Schwein gehabt wieder. Ich muss mir das merken, dass der so eine Zweier-Kombo zur Not hat. Ich hatte wesentlich mehr Probleme mit anderen Bossen. Also, wie gesagt, ich mag keine, also, ich stelle mich immer, nicht ich mag keine, sondern ich stelle mich immer mit Multi-Bosskämpfen. Also zum Beispiel der Bosskampf gegen die liebste Freya. Der hat mir immer, auch privat, immer am meisten Probleme bereitet. Daher, wie gesagt, also ich nicht weil er schlecht designt ist, sondern weil ich mich gegen Ad-Boss-Kämpfe eigentlich immer schlecht anstelle. Da habe ich einfach immer Probleme mit. Keine Ahnung. Vielleicht dieses Multitasking, dass ich das nicht so gut kann, ist vielleicht so eine Sache davon. Aber hey, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Klar ist der Rauchritter, so heißt der Boss, der hier in diesem schönen, geilen Areal drin ist, der aus ganz vielen, ich würde es mal sagen, der ist wie so ein Asche-Kokon aussieht. Aber natürlich auch so sehr wie so eine... Hier, ihr seht ja auch hier die ganzen Statuen oder diese... ist das wieder der Hammer?
Oh, ist eine Titanitscholle. Sehr gut, kann man immer gebrauchen. Aus diesen ganzen Statuen von den alten Rittern besteht, die wir da oben ja schon hängen gesehen haben. Und natürlich fetten Ketten. Ketten haben wir natürlich auch gesehen. Also hier ist das quasi das, wie soll man das ausdrücken? Quasi die Quintessenz des Gebietes wird hier quasi in dem Bosskampf oder in der Bosskampf-Arena vereint. Also Ketten, kaputte Statuen, Asche. Ist schon relativ geil designt. Ja, aber wie gesagt, der Rauchritter, der hier in der Arena drin ist, für viele ist er, wie gesagt, der schwerste Boss in Dark Souls 2. Er, wie gesagt, er gehört definitiv zu den knackigeren Bossen. Auf jeden Fall ist er eine Herausforderung, ganz, ganz klar. Das zeigt auch schon einfach, dass das Leuchtfeuer quasi dort ist und hier ist der Eingang zum Boss. Das ist immer ein Zeichen, wenn der Entwickler sagt, okay, wir müssen das Leuchtfeuer ganz nah zum Boss bringen, weil ansonsten wären die Spieler wahnsinnig. Das soll euch schon mal sagen, was für eine Schwierigkeit der Rauchritter, der eigentlich auch einen anderen Namen hat, aber dazu dann im nächsten Teil, was der für eine Schwierigkeit quasi in sich birgt. Ja, also wenn die das Leuchtfeuer so nah an den Boss packen, dasselbe gilt also zumindest für Bosse, die Spieler auf jeden Fall herausfordern, auf extreme Art und Weise. Dasselbe gilt zum Beispiel für die den königlichen Rattenprüfer. Na, da ist ja auch das Leuchtfeuer quasi direkt davor. Ja. Interessanterweise, bei Dark Souls 1 ist das Leuchtfeuer vor Ornstein und Smaug nicht in der Nähe des Bosses, sozusagen. Sondern da muss man irgendwie doch schon noch einen ganz schönen Weg auf sich nehmen, ja, wenn man den Boss besiegen will. Ach, das waren nur zwei? Das ist ja interessant. Ich dachte, das waren vier, so wie die Aschegötzen. Na, egal. Dann machen wir das letzte Idol, werden wir jetzt töten. Und ich glaube, dann haben wir die Seele von der guten Nadalia komplett. Ich glaube es zumindest. Auf jeden Fall ist man jetzt relativ sauer, was ihr auch so ein bisschen hört an so einem schönen Geräusch. Hier hört ihr auch so ein bisschen so ein Klagen, was man so im Hintergrund hört. Ist jemand richtig sauer, dass wir all die Seelen eingesammelt haben? Genau. Und, nee, es fehlt dann noch... Waren es am Ende doch 12? Nee. Doch, das ist noch nicht. Waren es am Ende doch 12 und ich habe einen Aschegötzen verpasst? Da müsste ich eigentlich nochmal nachgucken. Rein theoretisch bin ich mir sicher, dass ich keinen verpasst habe. Rein theoretisch, ich meine, ich habe alle Schmelzerkeile, also ich habe alle Schmelzerkeile, die ich noch brauche, die habe ich auf jeden Fall. Am Ende des Tages werden die 10 Seelenstücke nur zusammengefügt, wenn wir dann wirklich den Boss besiegen. Das kann natürlich sein. Das kann durchaus sein. Da bin ich jetzt nicht mehr so richtig firm drin. Übrigens, ich glaube nur in der Skull of the First Sin Edition, berichte ich mich, wenn ich was Falsches sage, kann man den guten Kahelion. Ja, der gute Kahelion. Der Zauberer, ja, den kann man hier rufen zum Bosskampf. Aber, und das ist das Interessante, guckt ihn euch mal ganz genau an. Der gute Kahelion sieht ein bisschen so aus, als wäre er eine Hülle. Ne? Er sieht auf jeden Fall nicht mehr ganz so frisch und taufrisch aus, wie man ihn im Feuerbandschrein antrifft. Und da gibt es eine lustige Theorie für, was viele sagen, dass ja diese DLCs, in die wir quasi ja alle gehen hier bei Dark Souls 2, dass das alles Zeitreisen sind, quasi, dass wir alle in die Vergangenheit reisen, dass quasi ja, der versunkene König DLC ist auch die Vergangenheit sozusagen, wenn wir nur wenige Jahre zurückreisen oder wenige hundert Jahre zurückreisen, aber es ist die Vergangenheit und alle DLCs sind anscheinend die Vergangenheit, aber und das ist, würde das hier bestätigen, denn da gibt es die nette Theorie, dass der gute Kahelion, der ja durch die Lande gezogen ist, weil er in Melfia irgendwie ausgestoßen wurde, weil er da irgendwie als Exzentriker galt, ja, so ähnlich wie der gute Logan, dass er wie wir alle, ja, irgendwie, oder wie ich zumindest, also wie wir als auserwählter Untoter, dass er auch eine Hülle ist, aber dass er seine Menschlichkeit erst später wieder zurückerlangt hat, sozusagen. Dass er streng genommen seinen, vielleicht auch mit einem Zauber,
den er hat, sich quasi von nach außen hin wie ein Mensch gibt, sozusagen. Also nicht, wie wir das machen mit Menschlichkeit, sondern dass er das eben mit einem Zauber macht und dass quasi wir hier ihn in seiner Zeit antreffen, wo er eben noch nicht herausgefunden hat, wie er diesen Zauber anwendet, sodass er eben nicht wie eine Hülle aussieht, sondern wie ein mächtiger, menschlicher Zauberer, sozusagen. Das ist so eine nette Theorie, die viele Leute haben, dass der gute Kahillian hier, dass wir hier quasi in der Vergangenheit sind und dass wir hier quasi Kahillian an seinem, naja, ich würde nicht sagen Tiefpunkt, aber auf jeden Fall an einem Punkt in seiner Reise antreffen, wo er vielleicht noch nicht so mächtig ist und dass er vielleicht, weil er eben ja hier ist, im DLC des alten Eisenkönigs, dass er vielleicht hier, angezogen von der Dunkelheit und von den Melfia-Zauberern und Astrologen, die es hier ja gab, die wir im letzten Teil bekämpft haben, dass er dann gesagt hat, ey, vielleicht liegt hier ja irgendwie der Schlüssel, ja, um dem Fluch quasi nicht zu erliegen. Oder zumindest nach außen hin den Anschein zu erwahren, dass ich den Anschein nach außen zu wahren, so ist der Satz, Philipp, dass ich keine Hülle bin. Denn was finden wir hier im DLC? Die Hüllenhaut. Das ja quasi die Umkehrung dessen ist, dass ich mir als Untoter, der wie ein Mensch aussieht, mit Absicht einen Helm oder eine Maske aufsetze, damit ich aussehe wie eine Hülle. Also eben genau das Gegenteil, was der gute Kahillian macht, der quasi wie eine Hülle ist, aber durch einen Zauber oder durch was auch immer, sich gibt, als wäre er eben nicht vom Fluch befallen. Was ganz interessant ist, es ist ganz nett, was einem so ein Summon über so ein Areal verraten kann, beziehungsweise was einem an so ein Summon alleine einem so ein bisschen an Stoff geben kann, um zu spekulieren. Das ist so verdammt gut. Und das macht eben die Souls-Reihe aus, wie gesagt, nicht nur Dark Souls 2, aber auch Dark Souls 2 kann sowas richtig, richtig gut. Was mir gerade aufgefallen ist, liebe Freunde, ist, dass mein Streitkolben kein richtiger Streitkolben war, sondern das war wahrscheinlich mal eine Lanze, der dann irgendwas quasi an seine Spitze dran bekommen hat, irgendein komischen Glibber oder was auch immer, der sich dort verfestigt hat. Denn man sieht ja sogar noch die Spitze meiner Lanze. Das sieht man ja sogar noch. Ist mir gerade eben aufgefallen, als ich mir das Summon so ein bisschen angeguckt habe. Ich mir gedacht, Mensch, das ist ja geil. Das war eigentlich gar kein Streitkolben, den ich hier habe, sondern das war eine Lanze. Aber wie gesagt, das sind alles so kleine Details, die mir gerade eben aufgefallen sind. Und wie gesagt, was ganz wichtig ist, wenn man diese Idole hier nicht ausschaltet, dann hat man eine richtig schwere Zeit gegen den Boss, gegen den es im nächsten Teil gibt. Und ihr kriegt auch schon einen kleinen Vorgeschmack. Ihr seht, da kommt der Rauch da hinten so raus, ja, ganz aus der Tiefe. Und da steckt ein Schwert. Da. Und wem dieses Schwert gehört, dem Rauchritter, und wie der Typ aussieht und was der für eine Vergangenheit hat, das werden wir alles beim nächsten Mal dann ergründen, wenn es dann gegen den Rauchritter geht. Ich weiß nicht, wie viele Anläufe ich gegen ihn brauche. Ich habe ihn ewig nicht bekämpft, das muss ich mit dazu sagen. Aber dieses Mal werde ich es mir definitiv wahrscheinlich ein bisschen einfacher machen und nicht eine Waffe nehmen, die mich vergiftet, wenn ich damit zuschlage. Aber wie gesagt, das sind alles Dinge, die wir uns dann beim nächsten Mal angucken werden. Bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Heute ist ein etwas kürzerer Teil, für meine Begriffe kurz. Oh, wartet mal, vielleicht gibt es hier noch was. Nein, schade. Für meine Begriffe kurz, für jeden anderen Let's Player ein ganz normaler Teil oder ein sehr, sehr langer Teil sogar. Aber hey, liebe Freunde, so ist das nun mal. Deswegen seid ihr hier bei mir und nicht bei anderen Let's Playern. Achso, hier kann man noch jemanden rufen. Aber ich glaube, das ist Skull of the First. Okay, dann ist Kahillian auch im Hauptspiel so und die gute Ellie Stahlherz hier, die ist nur in der Skull of the First Edition. Die hat uns ja auch schon gegen, ich glaube, die gute Elana geholfen. Interessant, dass die gute Ellie uns gegen jeden Bosskampf hilft, der mit den Damen in den DLCs in Verbindung steht. Kann man auch drüber spinnen. Und vor allen Dingen, warum sie so einen Hexenschleier hat. Da kann man auch drüber spinnen. Egal. Das vielleicht alles noch, vielleicht mache ich das noch beim nächsten Mal. Aber ansonsten geht es beim nächsten Mal auf jeden Fall gegen den Rauchritter. Und dann, hoffentlich, wenn ich ihn im nächsten Teil schaffe, im Teil drauf, dann schon gegen den anderen optionalen Boss und gegen den letzten Boss des DLCs. Und vielleicht haben wir dann in den DLC in diesem Teil dann in den nächsten beiden Teilen oder in den nächsten drei Teilen vielleicht dann schon abgeschlossen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten, wie gesagt, würde ich mich auch freuen über Likes, über Kommentare und falls ihr noch nicht habt, auch über ein Abo. Bis dahin, viel Spaß im Internet, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.